Kurz nachgefragt. Herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Ausgabe Kurz nachgefragt. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Katrin Seibold. Hallo, Frau Seibold. Hallo. Schön, dass Sie hier zu uns nach Düsseldorf gekommen sind. Ja, danke für die Einladung. In ein wunderschönes Theater. Und ich glaube, wir alle freuen uns wieder drauf, wenn tatsächlich irgendwann in den Theatern die Ränge auch wieder voll sind, oder? Man kann es kaum erwarten, finde ich. Ja, das kann man laut sagen. Also die Kultur hat ziemlich gelitten und ja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Das war eines meiner großen Themen. Das war eines Ihrer großen Themen, aber vielleicht erklären wir kurz mal unserer Community. Sie sind ehemalige Redakteurin und Reporterin vom ZDF. Genau, ich habe 18 Jahre lang für eine Dreisat-Redaktion gearbeitet, also eine aktuelle Sendung, die täglich montags bis freitags abends zwischen Heute-Sendung und Tagesschau lief, nämlich die Kulturzeit. Und ich war da wirklich auch mit Leib und Seele dabei. Das war einfach auch mein Metier, die Kultur. Und ja, da gab es einige Kämpfe auszufechten in den letzten 2 Jahren. Sie sind zum Ende des Jahres 2021 ausgestiegen und ich habe mir hier so einen Satz aus dem Vorgespräch notiert. Sie haben mir gesagt, Sie möchten wieder sprechen dürfen. Das müssen Sie mal erklären. Ja, also erstmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass ich jetzt hier die Möglichkeit bekomme, wieder frei sprechen zu dürfen. Denn die Freiheit des Wortes ist ja was, worum wir immer wieder auch in den letzten Jahrzehnten ringen mussten, aber uns doch gleichzeitig sicher waren in Europa, dass wir uns dessen immer bedienen können, weil das ist ja quasi unsere Demokratie, unser großer Vorzug. Es war so, um es kurz zusammenzufassen, dass Ende 2020 im Dezember die Führung unserer Kulturredaktion beschlossen hat, unser Social Media und Online-Team abzuschrauben. Das sind dann 4,5 FTE, Fulltime-Einheiten nennt sich das, also der Mensch als Ware, als Leistungsmasse. Das waren 6 bis 7 Personen, die wurden einfach abgeschraubt von der Redaktion. Und da haben wir uns alle massive Sorgen gemacht, was das für die Sendung heißt. Also ob die Sendung noch weiter existieren werden darf, wenn man quasi diese Art von Öffentlichkeitsmöglichkeit so reduziert, also zumindest personell. Natürlich gibt es den anderen Ausspielweg, also eine Art von digitale Kultur, ein neues Format, ZDF Kultur. Da investiert der Sender jetzt rein. Aber wir haben gute Gründe, uns Sorgen zu machen, ob dieses Format dann auch das gleiche Niveau, die gleiche Breite, die Länge der Beiträge noch halten kann, im Gegensatz zu dem, was wir bisher gemacht haben. Und das fand ich also so unglaublich. Also alle haben protestiert und die Führung hat trotzdem einfach ausexekutiert. Auch die Moderatoren waren dagegen. In 2 großen Sitzungen wurde das diskutiert und sie haben es einfach gemacht. Und ich habe dann gemerkt, ich möchte diesem System, so habe ich das auch formuliert, nicht mehr mittelfristig meine Kraft zur Verfügung stellen, weil ich weiß, was mit Menschen da gemacht wird. Es hat nicht interessiert, ob da jemand heult, ob jemand seine Visionen verraten fühlt, sondern es ging einfach nur um die Strategie, die Senderstrategie. Und ja, das war das Wichtigste. Damit fing es an. Ich komme da vielleicht später nochmal drauf. Wurde dann beendet letztlich aufgrund dieser Kritik, aufgrund meiner Systemkritik. Sie sind also dann aufgrund der Kritik haben Sie dann gleich Probleme bekommen mit Ihrer Redaktionsleitung? Also erstmal hat man dieses Vertrauen bewahrt. Ich habe also um Vertraulichkeit gebeten. Mhm. Das Vertrauen wurde bewahrt und ich habe gesagt, ich werde dann und dann kündigen. Und als es dann aber soweit war, hatte ich wirklich ernste persönliche Gründe, um zu sagen, ich schaffe es jetzt noch nicht, ich kann das jetzt noch nicht machen, bitte wartet noch. Aber das wurde dann einfach nicht mehr akzeptiert. Und dann hat man mich beendet, hat mir noch 2 Gespräche geführt. Ich fühlte mich da wirklich wie in einem Verhör. Also als würde alles, was ich jetzt ganz ehrlich sage, gegen mich verwendet oder könnte man gegen mich verwenden. Also habe ich mich dann auch wirklich bedeckt gehalten. Und dann bekam ich am 10. Juni die Beendigungsmitteilung, dass mein Vertrag nach 18 Jahren beendet ist. Und ja, das war natürlich ein herber Schlag. Und jetzt komme ich darauf, um Ihre Frage zu beantworten. Genau, das Sprechen, wieder zum sprechen Schweigen dürfen. Bringen. Ja, also mir kam dann ein Kollege entgegen, hat gesagt, pass auf, alles, was du jetzt hier sagst, egal in welcher Sitzung, das wird dann bei der Leitung landen, das kann gegen dich verwendet werden, also schweige besser. Und das war für mich als Journalistin so mit das Schlimmste, zu wissen, wenn ich jetzt in diesem Vertrag irgendwie noch bleiben will, wenn ich darum kämpfe, egal was ich mache, ich muss schweigen. Ich darf nichts beim Namen nennen, ich darf nicht mal den engsten Kollegen erklären, wie das abgelaufen ist, was in meiner Beendigungsmitteilung steht. Ich darf nichts. Und das ist eine Form von
Knebel, da kann man sagen, ja, in der freien Wirtschaft läuft das auch so, das ist doch ganz normal. Oder bei einem laufenden Gerichtsverfahren, was es übrigens gar nicht gab, muss man die Klappe halten. Aber also wir arbeiten ja mit unserem freien Wort, mit unserer Meinungsfreiheit. Und überall wird posaunt, jetzt auch gerade wieder auf der Berlinale-Eröffnung, Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, spricht von Demokratie. Da kann ich nur sagen, wo ist sie denn geblieben, wenn man als Journalistin, und das hat ja schon weit vorher angefangen, sein freies Wort nicht mehr benutzen darf. Wann hat das denn angefangen aus Ihrer Sicht? Ja, da kann man natürlich viele Stationen anführen. Also Nein, Entschuldigung, wenn ich da einmal unterbreche noch, aber wenn ich Sie richtig verstehe, es geht ja nicht nur um den internen Umgang mit Ihnen, sondern grundsätzlich, wenn wir jetzt heute irgendwie das mal auf zum Beispiel 2 Jahre Corona-Krise beziehen, dass ja auch da das Gefühl immer mehr entsteht, es darf bei Weitem nicht mehr alles gesagt werden. Also wo hat es angefangen? Ich mache das jetzt mal so an Stationen fest. Mhm. Ne? Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel eben vor einigen Jahren die Leipziger Buchmesse gewesen. Da wurde ich als Reporterin hingeschickt. Und das ist so ein Verfahren, machen wir jedes Jahr. Wir fahren dahin, schon vor der Messe. Und dann gibt es die feierliche Eröffnung im Gewandhaus. Und ich hatte halt ein Kamerateam an diesem Tag. Wir machen dann meistens noch so Aufbaubilder, also Gabelstapler, die durch die große Messehalle fahren und Bücher von A nach B karren. Und mein Auftrag war von der Redaktion aus, guck auf die rechten Verlage. Ja, da gab es einen Diskurs über rechte Verlage war ein großes Thema. Und ich sollte eben verschiedene Demonstrationen an dem Tag in Leipzig aufsuchen, die da stattfinden. Und wir sind halt durch Leipzig gefahren und wir haben einfach keine rechten Demos gefunden. Das heißt ja nicht, dass sie nicht stattgefunden haben. Aber Sie haben sie nicht entdecken können. Wir haben einen Tag damit verwandt, sie zu suchen und haben nichts gefunden. Vor dem Gewandhaus war eine große Demo gegen rechts. Mhm. So, und dann hat der Moderator abends die Sendung eröffnet oder das Gespräch damit, dass er gesagt hat, auf der Leipziger Buchmesse zur Eröffnung bringen sich Rechte und Linke gegeneinander in Stellung. Und ich konnte das als Vorortreporterin nicht feststellen. Und dann habe ich am nächsten Morgen wirklich eine Brand-E-Mail an alle geschrieben, weil ich das einfach unglaublich fand. Warum schickt man noch Reporter vor Ort, was ja unser Kerngeschäft ist als Journalisten, um sich vor Ort von der Lage zu überzeugen, und das, ein eigenes Bild zu machen und das dann zu berichten, wenn man dann einfach nur zitiert, was die Agenturen schreiben. Und der CVD hat vielleicht auch zu Recht gesagt, ich habe aber 50 noch was, so und so viele Agenturmeldungen am Tag gesehen. CVD heißt Chef vom Dienst. Chef vom Dienst, genau, danke. Und deswegen haben wir das so in die Moderation reingeschrieben. Und das ist halt genau das, was auch illustriert, warum es da zu solchen Schieflagen kommt. Der eine sitzt in der Redaktion und schaut auf die Agenturmeldungen. Das also ne, dpa, Reuters, AP, österreichische APA, Schweizer Agentur und dann natürlich katholischer Pressedienst, KNA und evangelischer Pressedienst. Mhm. Das sind so die wichtigsten. Die schießen natürlich den ganzen Tag Meldungen raus und da guckt der im Büro sitzt natürlich drauf und der andere ist halt draußen. Und ich finde, und das ist wirklich ein Prozess, der ganz stark unseren freien Meinungsbildungsdiskurs und also sozusagen diese Entwicklung von freier Meinungsbildung, die Berichterstattung beeinflusst hat, dass man die Vor-Ort-Reporter nicht mehr wirklich genügend gehört hat und auch ins Programm geholt hat. Weil die nicht das berichten konnten, was man gerne hätte berichten wollen. Verstehe ich das richtig? Also da gibt es jetzt ein nächstes Beispiel zum Thema berichten wollen. Also es ist schon etwas älter. Das war im Jahr 2003. Ich war im Studio New York und da haben wir wirklich Fake News produziert. Also ZDF New York, Studioleiter Udo van Kampen bekommt die Meldung morgens. Ja, ich habe gerade mit Mainz telefoniert, also Mainz, die ZDF-Zentrale. Giftgasalarm in New York. Wir brauchen einen Beitrag. Das war also in der Rampe auf den Irakkrieg. Ja. George W. Bush war natürlich sehr präsent. In New York gab es ständig diese Alarmstufe Rot, Alarmstufe Orange. Wie ist jetzt sozusagen der Paniklevel in dieser Stadt? Das war eine ganz wichtige Benchmark in der Berichterstattung. So, und dann standen wir da, okay, Giftgasalarm. Wir haben überall recherchiert, also mehrere Producerinnen in der Redaktion und ich. Und nirgendwo gab es einen Hinweis darauf, dass wir eine Art von Panik- oder Giftgasalarm haben. Mhm. Und trotzdem hat der Korrespondent dann gesagt, wir müssen diesen Beitrag machen. Und dann sind wir zu ihm in seine Korrespondentenwohnung gefahren. Der hat seinen Nachbarn rausgeklingelt und hat gesagt, hier,
wir brauchen das, bitte kleb doch du mal mit einem Ducktape die Fensterläden ab, also die Ritzen in den Fensterdichtungen, damit wir es zeigen können, da hat jemand Angst, dass Giftgas von außen in die Wohnung dringt. Der hat es dann auch brav gemacht, hat also abgeklebt mit dem Ducktape. Wir haben das dann gefilmt. Also ich war ja Hospitantin, muss man dazu sagen, aber dennoch, ich war dabei. Und die Producerinnen haben also in der Redaktion weiter recherchiert, okay, wo gibt es Shops, in denen man Gasmasken kaufen kann? Und da brauchen wir natürlich Menschenaufläufe, Andrang, viele Leute, die quasi da reinstürmen und sich Gasmasken kaufen wollen. Und die haben aber keine gefunden. Und nachdem wir also diese Szene mit dem Nachbarn abgedreht hatten, bin ich dann mit einem Kamerateam losgeschickt worden zu einem Gasmaskenshop und der Korrespondent ist zu einem anderen Gasmaskenshop gefahren. Und mein Auftrag war dann also, bitte dreh, also viele Menschen, das Schaufenster, hol O-Töne ein von Leuten, die sagen, ich habe totale Panik. Und gut, ich bin da hingefahren, da war natürlich niemand bei diesem Laden. Wir haben dann, und das muss man halt vielleicht einfach auch mal erklären, den vielen Menschen, die sich fragen, warum sieht der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt, warum strahlt er das aus, was er ausstrahlt? Man kann natürlich die Kamera unten halten und zeigen von unten so und so viele Menschen mit oder Schaufensterpuppen mit Gasmasken, dann sieht es natürlich fett aus. Wenn ich die von oben filme, sehen die eher klein und mickrig aus. Also haben wir halt schön Gasmasken. Also die Macht der Bilder, ne? Und auch die Manipulation durch den Bildausschnitt. Aber was hat das mit Ihnen damals gemacht? Also kamen Sie sich so, also das klingt so ein bisschen so, als wären Sie eher in der Spielfilmsparte vom ZDF gelandet. Also, waren Sie da selber, also war das für Sie, also ich frage mich jetzt gerade, wenn man da als Hospitantin steht und dann, dann wird plötzlich irgendwie erzählt, man soll hier eine Situation, ich sag mal, faken. Also ich habe mich natürlich schlecht gefühlt und ich habe auch gesagt, also eigentlich können wir das jetzt nicht machen. Aber um das jetzt noch kurz zu Ende zu erzählen, also ich bekam dann den Anruf, nachdem wir in diesem Gasmaskenladen gedreht hatten, von der Producerin im Studio. Also Udo hat jetzt doch noch einen Laden gefunden, wo auch Menschen sind, wo er auch O-Töne gefunden hat, dass da Menschen Panik haben. Also dann war diese News ja offensichtlich doch richtig. Also man muss ja nur lang genug suchen, bis man Leute findet, die Panik haben. Und dann wurde dieser Beitrag gebaut und wurde dann abends auch in der ZDF-Aktualität ausgestrahlt. Ich glaube, 15. Februar 2003 war das. Datum nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall eben Mitte Februar. Und das ist einfach, also für mich war das so ganz klar, okay, die Zentrale führt, Mainz führt. Und wenn es eine Agentur in Mainz gibt, dann muss sich die Welt auf der anderen Seite des Globus danach drehen. Also das ist halt nun mal, das ist unser Fernsehgeschäft. Ich will nicht sagen, dass es normal ist, aber das ist für mich ein ganz zentrales Beispiel gewesen, dieser Einflussnahme. Und dass das ja auch keiner erfährt. Also woher weiß der Zuschauer zu Hause, wie dieser Beitrag entstanden ist? Der Beitrag kam. Und warum macht man das als Korrespondent? Das ist auch irgendwo menschlich. Es gibt eine Quote. Jeder Korrespondent hat quasi eine Strichliste laufen, wie viele Beiträge er im Jahr absetzt. Und da gibt es natürlich auch ein Ranking. Und je mehr Beiträge man abgesetzt hat, umso besser. Damals hat natürlich der die Hütte gebrannt, weil die UNO in New York war ja der Verhandlungsort darüber, ob jetzt die Weltgemeinschaft einem Irakkrieg zustimmt oder nicht. Also war da sowieso viel Dampf im Kessel und das hat man natürlich mit so einer Nachricht nur noch befeuert. Haben Sie dann, also ist das auch ein Grund gewesen, warum Sie nicht in den Nachrichten geblieben sind, sondern dann eher in die Kultur gegangen sind? Nein, ich liebe die Kultur. Also damit bin ich aufgewachsen und ich habe nach New York eine Hospitanz bei der Kulturzeit gemacht und da wusste ich, das ist genau mein Bereich. Da gehöre ich hin, also inhaltlich. Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, können wir vielleicht gleich noch besprechen, aber es werden halt kaum noch Fachredakteure ausgebildet im ZDF, sondern vor allem Social Media und sozusagen neue Medienkräfte. Die wissen genau, wie sie Communities managen, wie sie auf irgendwelche Kommentare, Shitstorms antworten, wie sie mit dem Netz umgehen. Das ist dann halt super netzaffin und auch total hip und alle wollen das. Aber dass da ein Fachredakteur kommt, der wirklich Politologie studiert hat oder eben Musikwissenschaften oder Biologie oder so. Also bei der Wissenschaft geht's ja noch. Das fördern sie ja gerade sehr. Wir wissen alle, warum. Aber beim Rest, da wird einfach nicht wirklich nachgefördert. Und das ist ein großes Manko. Und da machen sich nicht nur ich, sondern viele andere Kollegen auch Sorgen.
wie dann das Rundfunkprogramm in ein paar Jahren stattfindet, wenn wir da nicht mehr weiter ausbilden. Nun könnte man ja sagen, okay, die Geschichte, die Sie da erlebt haben, Leipziger Buchmesse und die Giftgas-Story, das sind jetzt Ausrutscher gewesen. Das passiert, Fehler machen alle. Oder es gibt vielleicht mal einen über-ehrgeizigen Chefredakteur, der unbedingt irgendwie Lob und Ehre haben möchte und deswegen so agiert. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, hat das Ganze ja System. Ist das die Regel? Kann man das so sagen? Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich kann jetzt wirklich nur von meinen... Also auch bezogen auf die aktuelle Situation. Also das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Kapitel. Also ich würde mich wirklich gerne an Beispielen entlanghangeln. Mhm. Also die aktuelle Situation, das könnten wir jetzt ewig ausweiten. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema für eine eigene Sendung. Aber ich kann eine Sache erzählen, dass ich im Frühsommer 2020 mich mit mehreren Kollegen von der Aktualität im ZDF getroffen habe. Ne, man geht mal essen oder macht einen Spaziergang übers Gelände. Und da gab es einige, die gesagt haben, ich verstehe es nicht. Ich sitze in der Redaktionskonferenz und ich stelle Fragen, warum wir in dieser Art und Weise jetzt über die aktuelle Situation sprechen, warum wir die Zahlen ständig im Vordergrund haben, warum wir diese Gegenfragen also nicht die Inzidenzwerte zum Beispiel. Ja, die Hospitalisierungsrate und so weiter. Und das ist dann immer so, da heißt es dann, okay, jeder darf sagen, was er denkt und wir haben ein kontroverses Meinungsbild. Vielen Dank an die Runde. Was machen wir heute Abend? Corona-Zahlen. So, das ist ja jetzt nicht für meine Kultursendung gesprochen. Wir haben das ein bisschen anders behandelt. Aber das sagt ja schon alles. Also es muss irgendwie irgendwas beschlossen worden sein. Oder das kann man ja als einzelner Redakteur auch gar nicht richtig greifen. Woher das kommt. Und ich glaube, vieles ist halt auch einfach, ja, ich kann es nicht ergründen. Ich kann das jetzt einfach nur mal so hinstellen, diese Erfahrung. Und dann auch sagen, ich hätte mir gewünscht, ich persönlich, und das habe ich auch immer wieder gesagt, wir haben leerstehende Studios im ZDF. Wir haben Frankreich, die einen eigenen Kultursender aufgesetzt haben zu Beginn der Pandemie, wo die Künstler der Nation auftreten durften. Ja, die durften performen, durften alles Mögliche vorbereiten und dann dort in Szene setzen. Wer durfte da auftreten? Also, die Künstler in Frankreich. Okay. Ich habe jetzt keine Einzelbeispiele, aber das ist ja bekannt. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir das als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Mainz auch so machen. Also das wäre so ein leichtes gewesen. Das ZDF hat ja genügend Mitarbeiter, egal in welcher Vertragsform. Und die Studios sind ja da. Und man hätte das einfach nur beschließen können. Aber die Hauptredaktionsleiterin Kultur wollte davon mehrfach nichts wissen. Es hieß dann immer, ja, aber wir machen doch was. Und was wir gemacht haben, das kann man natürlich, also ich habe das auch gemacht, kann man finden, wie man will. Das Format hieß Kultur trotz Corona. Man hat Künstler angesprochen, also wir haben Künstler angesprochen, haben gesagt, hier, wir haben ein Format, da könnt ihr zwischen 1 und 3 Minuten selber produzieren. Also ihr dürft selber drehen, selbst euch dieses künstlerische Ausdenken natürlich, selber schneiden, selber vertonen. Und das, was ihr dann produziert habt, das senden wir dann. Und da gibt es dafür eine Aufwandsentschädigung von 300 Euro. Und ich fand es halt so frech, weil die Künstler waren ja sowieso schon in die Enge getrieben, hatten wenig Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ja, man hat ihnen eine Zeit lang alles genommen. Also, und dann muss man ja so sagen, also Tourneen wurden abgesagt, es fand ja gar nichts mehr statt. Und dann, genau, und dann haben wir halt das gemacht, was eigentlich, also wir haben dafür gesorgt, dass sie das machen, was unser Redakteurs- oder Reporterjob ist, zu drehen, zu schneiden, zu vertonen, den Beitrag gut zu verpacken und dann abzusenden. Also wir haben uns ja fertige Produkte liefern lassen, damit die was zu tun haben. Also wie gesagt, ich habe das auch gemacht, ich kann mich da auch an der eigenen Nase packen, aber ich habe immer wieder gesagt, wir könnten so viel mehr für die Kulturschaffenden tun. Und diese Macht, diese Möglichkeiten, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat, haben wir aus meiner Sicht einfach bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Frage, die mir da jetzt kommt, auch wenn, klar, die Sendung heißt Kurz nachgefragt und wir können ganz sicherlich dieses komplett komplexe Thema, da können wir wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen und trotzdem finde ich es einfach so wichtig, dass wir mal versuchen, irgendwie die Punkte so miteinander zu verbinden, dass sich der Zuschauer da ein eigenes Bild machen kann, weil, also eine Frage, die ich jetzt hätte, wenn ich uns zuschauen würde, wäre ja, aber wieso, der Öffentlich-Rechtliche hat doch 8 Milliarden jedes Jahr Pi mal Daumen zur Verfügung, da müsste doch eigentlich genügend Geld da sein. Wo ist das denn dann? Also ich bin nie eingestiegen in die ganzen Berechnungen, so viel kann ich sagen. Aber ich kann sagen, was ich beobachten konnte in meinen 18 Jahren und vor allem jetzt in der letzten Zeit.
Wir haben ja auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit Argusaugen geschaut. Wird es eine Gebührenerhöhung geben oder nicht? Und Anfang August 2021 wurde es entschieden. Davor, 2019, hatte das ZDF einen Plan in der Schublade. Wir brauchen einen Neubau, weil es auf der einen Seite des Geländes marode Gebäude gibt. Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Ist ein Beispiel, genau. Wo gehen diese Gelder hin? Meine Beobachtung, meine Recherche. Dieser Plan wurde auf Eis gelegt, solange die Gebührenerhöhung nicht durch war. So, dann wurde entschieden, ja, wir machen diese Gebührenerhöhung. Und dann wurde dieser Plan wieder ausgepackt von der Unternehmensführung und wurde dann auch großartig in der Mitarbeiterzeitschrift präsentiert. 45 Millionen Euro für einen Neubau plus 14,5% Teuerungsrate. Und das Ganze war schon eingepreist bei der Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Also so geschickt wird es dann einfach sozusagen schon vorgelegt und gemanagt, damit man da ja auch gar nichts mehr dran rütteln kann. Und wenn man dann aber nachliest, was der ZDF-Justiziar gesagt hat, nämlich dass es bei der Gebührenerhöhung darum ging, Schäden vom Programm abzuwenden, dann stimmt für mich einfach was nicht. Und das ist ja nur eine Baustelle. Also wir haben das ZDF-Hochhaus mit der Brandschutzsanierung, läuft seit mehreren Jahren, soll noch mehrere Jahre laufen, auch ungefähr einen Etat von geschätzten 40 Millionen. Dann gibt es einen Multifunktionsbau, der auch in der Zukunft entstehen soll, wo man dann besondere technische Möglichkeiten hat, Bilder gut zu setzen. Und dann gibt es noch zu guter Letzt die Baustelle des Studio N. Das ist das Studio, von dem die Heute und das Heute-Journal ausgefahren werden. Und das ist erst 13 Jahre ist es gebaut worden. Da war das der neueste Schrei. Also die Studiotechnik für die Heute und für das Heute-Journal ist einfach das absolut Genialste, was es zu diesem Zeitpunkt State of the Art gab. Champions League. Ganz stolz war man da drauf. So, und es ist ein Flachbau, also mit so einem treppenartigen Flachdach. Und da hat es dann halt vor kurzem reingeregnet. Und dann hat man halt hier ein bisschen hochgehoben und repariert und da ein bisschen hochgehoben und repariert. Und es ist halt Beton. Also jeder weiß, wenn man ein Betonflachdach macht, ist es einfach anfällig. Und das hat aber alles nichts genutzt. Jetzt haben sie diese ganzen L-Teile, die das Ganze eben bedachen, abgedeckt mit zwei Riesenkränen, Verdichtung neu gemacht und jetzt ruht der Bau. Isolation ist irgendwie, glaube ich, schon drauf oder halb drauf, aber es ruht einfach. Kein Mensch weiß, also ich weiß es nicht, viele Mitarbeiter wissen auch nicht, ist das Geld ausgegangen oder gibt es ein Verfahren, hat irgendeine Unterfirma, ein Subunternehmer irgendwie Klage eingereicht, keine Ahnung, niemand weiß es, aber das Ding ruht. Und das sind einfach Sachen, da werden so viele Millionen Euro für einfach nur Gebäude verschwendet. Die dann nicht fürs Personal zur Verfügung stehen. Also fürs Personal ist eine andere Nummer, aber fürs Programm. Gut, aus aber das Personal Sicht macht ja das Programm. Sollten Sie eigentlich, so wenn ich dem Justiziar, das ZDF Peter Weber, glauben soll, was ja veröffentlicht wurde, ich zitiere das ja nur, dass es Schäden am Programm abwenden sollte, die Gebührenerhöhung, dann frage ich mich, warum so viel Geld in Baustellen investiert wird im ZDF. Das hätte man aus meiner Sicht, und da bin ich nicht die Einzige, die das findet, einfach viel weitsichtiger planen müssen. Oder das Hochhaus sprengen und neu aufbauen. Also Fachleute im Haus sagen, man hätte für diesen Preis, für den es jetzt Brandschutz saniert wird, einfach mal abreißen und wieder neu aufbauen können. Aber gut, also das sind jetzt mal nur so kleine Eindrücke. Aber wenn, wenn ich das richtig verstehe, ja, nee, sagen Sie. Zum Thema Personal haben Sie eigentlich gefragt, ne? Genau, also weil das es geht ja auch so, was Sie eben erzählt haben als Beispiel. Jeder wurschtelt da so ein bisschen selbst rum und die Infrastruktur wird nicht zur Verfügung gestellt, sondern man muss irgendwie selbst abliefern. Bekommt dann, was haben Sie gesagt, 300 Euro als Entschädigung? Das war jetzt für dieses eine Format. Ja, genau. Aufwandsentschädigung. Ja, das klingt ja irgendwie so, also eher nach einer kleinen alternativen Produktion und nicht nach dem großen ZDF. Ja, richtig, Punkt. Also das Personal ist noch ein wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, weil das ist ja das Hauptproblem für die öffentlich-rechtlichen Sender. Es gab ja früher einfach richtig satte, stabile Verträge in dieser Behörde. Mhm. Also die einzige Anstalt, die sich einen Sender leisten kann, sagen wir immer ganz sozusagen intern.
da gibt es Leute, die sitzen halt über Jahrzehnte auf einer Betriebsrente und die kann man juristisch auch nicht anfassen. Das heißt, sie sind top versorgt, die haben halt ihr Leben lang für den Rundfunk gearbeitet und dann gehen sie in Rente und dann bekommen sie eben diese dicke Betriebsrente. Und diese Gelder müssen erstmal zur Verfügung stehen. Und auf diesen Kosten sitzen natürlich die Sender auch, da kommen sie nicht drum rum. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es halt ganz viele jüngere Leute, die man eigentlich fördern möchte, die auch da rein wollen, die da arbeiten möchten, weil sie natürlich ihre Fähigkeiten einbringen wollen. Und das ist halt jetzt eine Regelung, die gibt es schon seit einiger Zeit. Wenn man sich nicht für eine konkrete Stelle bewirbt und da dann genommen wird, also eine feste Stelle, dann darf man nicht länger als 2 Jahre im Sender arbeiten. Also nach 2 Jahren ist finito, damit sich derjenige nicht einklagen kann. Und das kann man sich ja dann ausrechnen, was passiert. Man häuft also Kompetenzen an in einem Mitarbeiter, der lernt was in der Redaktion, wie mache ich hier, wie mache ich das. Und sobald das gelernt hat und richtig drauf hat nach 2 Jahren, wird er halt abgesägt. Diese Statuten gibt es. Wir haben natürlich auch Leute bei uns in der Redaktion, die jetzt länger bleiben durften. Irgendwie findet man dann für die einen Weg. Aber interessant ist schon, dass ich weiß nicht, seit 7, 8 Jahren hatten wir keine ZDF-internen Volontäre mehr. Die Volontäre, die bei uns in die Kulturzeit kamen, waren von der ARD. Volontariat ist die Ausbildung zum Redakteur, nur mal einmal für alle, die den Begriff nicht kennen. Die journalistischen Fachkräfte. Mhm. Sondern das sind halt Leute, die haben studiert. Die sind auch alle sehr nett und teilweise sehr kompetent in ihrem Bereich, den sie studiert haben. Aber dieses Handwerkszeug, das Journalistische, von der Pike auf, in der Redaktion, Kulturzeitung, also was weiß ich, zum Beispiel in einer Lokalzeitung zu arbeiten, dann zum Radio zu gehen, zum Fernsehen, dieses journalistische Handwerk zu lernen, das haben die, die zu uns neu kamen, eigentlich nicht mehr wirklich gelernt. Und das macht natürlich auch das Programm dann aus, die Beiträge, die Reporterstücke, wie die gefertigt sind. Das kann man sich schon drauf schaffen, aber ich konnte nicht beobachten, dass wir das denen noch beibringen durften in den letzten Jahren. Da muss man sich einfach über die Qualität große Sorgen machen. War das auch der Hauptgrund letztendlich, warum Sie gesagt haben, also ich mach das nicht mehr mit? Also ich hatte wirklich gravierende Gründe, die darin begründet sind, wie ich angestellt war. Also ich habe 18 Jahre lang in Scheinselbstständigkeit gearbeitet. Das, was in der freien Wirtschaft Scheinselbstständigkeit ist, was ja verboten ist, das darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das heißt, Scheinselbstständigkeit, also so wie ich das weiß, das ist jetzt wahrscheinlich diffuses Halbwissen, aber das ist quasi, wenn man nur einen Auftraggeber hat und davon lebt. Also ich erkläre es mal so. Als Selbstständiger. Ich erkläre es mal so rum. Das ZDF hat mir im Prinzip über diesen ganzen Zeitraum immer wieder erklärt, dass ich keine Mitarbeiterin bin. Mhm. Ich hatte aber meine Lohnsteuerkarte im ZDF. Ich hatte einen eigenen Arbeitsplatz mit meinem Namen am Türschild, solange wir noch in den Zweierbüros waren, beim Großraum dann nicht mehr, aber ich hatte einen eigenen Arbeitsplatz. Ich war in den Dienstplan eingebunden. Ich hatte einen eigenen Schreibtisch, eine eigene Telefonnummer, eigene E-Mail-Adresse. Ich habe programmgestaltend mitgewirkt. Das sind die juristischen Kategorien, die definieren, dass ich eine Mitarbeiterin bin. Das Haus hat mir aber immer wieder mitgeteilt, nein, du bist keine Mitarbeiterin, sondern du bist hier nur vorläufig. Und man häuft dann quasi Bestandsschutz an. Das ist das, was einen dann quasi schützt. Aber in dem Moment, wo mir das ZDF gesagt hat, so du bist jetzt raus, ist dieser Bestandsschutz auch, hat sich in Luft aufgelöst. Sind das die festen Freien? Ist das der Begriff, den wahrscheinlich mehr kennen? Genau, das ist der Begriff des festen Freien, der die Arbeitnehmerähnlichkeit, das ist sozusagen dieser Fachbegriff dann, zwar hat, aber mir wurde immer wieder gesagt, ich sei nicht durchgängig beschäftigt gewesen. Ich bin aber seit 2003 mit meiner Lohnsteuerkarte im ZDF beschäftigt gewesen als Redakteurin. Ich wurde auch genauso eingesetzt wie die Festangestellten. Ich habe die gleichen Tätigkeiten gemacht. Und da war ich in meiner Redaktion auch nicht die Einzige. Und was man dann machen kann, ist, man kann eine Sammelklage erheben. Das haben wir aber nicht gemacht. Aber es war 2017 gab es einen wichtigen Punkt. Da hatte ich eine ungefähr 75%-Stelle. Und man hat mir die reduziert auf eine gute halbe Stelle. Und da war auch die Redaktion geschockt, so wie ich auch, mit einer anderen Mitarbeiterin zusammen. Und die haben dann wirklich, also meine Redaktion hat einen Brief an den Intendanten geschrieben, mit der Bitte, dass man mich vertraglich besser stellt. Weil ich als alleinstehende Mutter mit 2 Kindern von meinem Gehalt, was ich bekam, so nicht mehr leben konnte. Und der Intendant hat dann seine Rechtsabteilung oder seine Personalabteilung, was auch immer, zu einem kurzen Absatz gebracht, den er dann an uns zurückgeschickt hat, dass das juristisch alles sauber war. Also, dass er quasi und das Haus alles richtig gemacht hat, das ZDF. Aber für mich
war natürlich der Effekt trotzdem immer noch unverändert der gleiche. Der Umfang meiner Beschäftigung blieb geringer, so wie Sie es halt entschieden hatten, und es war nichts dagegen zu machen, sodass ich mich dann noch quasi nebenbei selbstständig gemacht habe als Moderatorin. Und das sind Sachen, die habe ich auch auf der Personalversammlung vor 1000 Mitarbeitern, habe ich aufgestanden und habe das dem Intendanten gesagt. Und wie hat er reagiert? Ja, er hat dann so gemacht. Das ist anscheinend so die Pose der Mächtigen im ZDF. Also man sagt nichts und macht so und lässt dann so den Programmdirektor sprechen und die Verwaltungsdirektorin und wen auch immer, halt die eine Hierarchieebene drunter, die das natürlich auch alles sehr schlüssig für sich lupenrein dann dargelegt haben. Aber es hat mir halt nichts genützt und ich wurde noch Jahre später darauf angesprochen, wo dann immer wieder Mitarbeiter, die ich gar nicht kannte aus dem ZDF, mich in der Kantine angesprochen haben und gesagt haben, ach, Sie waren das doch, das war ja ganz wichtig und es hat ja vielen aus der Seele gesprochen. Was ist denn jetzt passiert? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich nichts. Worauf führen Sie das zurück? Also was ist da sozusagen, also was ist der Grund dafür? Weil nur ich sage mal, die Gebäudesanierungen, die Sie eben erwähnt haben, oder die Neubauten können es nicht sein. Also was will man damit erreichen? Erkennen Sie dahinter irgendeine Strategie? Ja klar, das war ja bekannt. Also ich habe ein sehr nettes, gutes Zeugnis bekommen. Also an meiner Leistung lag es nicht, um das mal vorwegzunehmen. Aber es gibt schon seit 2004, das hat Markus Schächter damals, der damalige Intendant, auch schon in einem Schreiben rausgegeben, eben diese Sparvorgaben der KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland, eine Art Wirtschaftsprüfergesellschaft, die quasi prüft, wie viel Geld braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und die hat also der Intendant Dr. Bellut immer wieder auch zitiert als der Grund, warum jetzt so viele Stellen eingespart werden müssen. Also rund 200 Stellen mussten eingespart werden über den Verlauf von mehreren Jahren. Und da hat man natürlich geguckt, wie kann man das machen? Oder 60 Stellen, oh Gott, jetzt darf ich keine falsche Zahl sagen. Auf jeden Fall eine große Anzahl an Stellen musste eingespart werden. Und so hat man eben da, wo man konnte, und das sind eben dann diese losen Verträge der festen Freien, die zwar auf Lohnsteuerkarte arbeiten, aber denen man immer wieder sagt, du bist eigentlich kein Mitarbeiter. Die konnte man als am leichtesten anfassen. Und die hat man halt auch angefasst und hat Leute dann auch beendet oder Menschen, die in Rente gingen, einfach als Stelle nicht nachbesetzt. Die Stelle einfach einkassiert und dann hatte man wieder ein paar Stellen eingespart. Und ich möchte ganz, ganz doll dazu sagen, dass die Sender die Freiheit haben, zu sagen, wie sie sparen. Also die KEF sagt, so und so viel Millionen, Milliarden müsst ihr einsparen, Millionen wahrscheinlich. Und die Sender entscheiden, aber die haben ja die Hoheit zu sagen, da und da können wir oder müssen wir sparen. Also das heißt, der Intendant kann sagen, ich behalte mein Gehalt, aber ich spare weiter unten. Also ob es der Intendant alleine sagen kann? Das alleine wahrscheinlich nicht, aber es ist sozusagen wahrscheinlich von den Strukturen her so gebaut, wie man es eigentlich von überall her kennt. Also es gibt ja diese Gremien und es gibt den Fernsehrat und es gibt diese ganzen Verwaltungsstrukturen, die das, so muss ich jetzt, weiß ich, da bin ich blank auf der Seite, weiß ich nicht, wer das genau wie entscheidet, aber das kennt man ja, die großen Gehälter der Führungskräfte. Ja, und das ist ja, wie gesagt, das ist ja überall so. Meistens ist es ja so, dass die Spitze behält, beziehungsweise noch einen oben drauf legt und das eben unten weggespart wird. Genau, beantworte Ihre Frage nochmal kurz zu Ende, warum bin ich da rausgegangen. Also das war 2017 und daran hat sich also an meinem Beschäftigungsumfang hatte sich seitdem einfach nichts mehr geändert. Und wenn man sein Leben plant und überlegt, okay, wie will ich arbeiten, immer auf einer halben Stelle, das ist einfach irgendwann auch sehr anstrengend. Und wenn vor allem Personal nicht mehr wirklich entwickelt wird, also sprich einerseits Menschen nicht mehr so viel Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, weil bestimmte Bereiche runtergefahren werden, zum Beispiel die Kultur, dann muss man sich einfach überlegen, wie und wo mache ich weiter. Und ich habe dann gemerkt, so wie sie mit Personal umgehen, das kann ich und möchte ich mit mir nicht machen lassen. Ja, ich habe immer gelernt, die Medien sind sozusagen die vierte Macht und sollen den Herrschenden auf die Finger gucken. Das ist eigentlich die Idee. Und je mehr sie erzählen und auch je mehr ich so in den vergangenen 2 Jahren Revue passieren lasse, was auch journalistisch gerade im Rahmen dieser Corona-Krise uns da serviert wurde, umso mehr komme ich zu der Einschätzung, dass
ja, dass der Journalismus oder beziehungsweise dass die großen Medien genau das Gegenteil von dem tun, was sie eigentlich tun sollten. Kritisch zu sein und vor allem einen breiten Diskurs abzubilden. Und es wird immer mehr, ich meine, das sind jetzt einzelne Beispiele, aber das klingt ja so nach einem Gefälligkeitsjob, woher auch das immer kommt, nach dem Motto, wir müssen den irgendwie, warum auch immer, man weiß nicht, was da jetzt irgendwie die Redaktionsleiterin mit dem wiederum und woher es kommt, ist auch mühselig, sich das wahrscheinlich im Detail anzuschauen, wird man vielleicht auch nie wirklich herausbekommen. Aber die Gesamtsituation ist ja so, dass man sagt, das ist jetzt ein Beispiel, das empört einen fast gar nicht mehr, weil man davon ausgeht, dass es genau so im Moment läuft. Also sonst frage ich eben auch, wo sind denn die großen Diskussionen jetzt beim ZDF geblieben, wo man Corona-kritische Virologen mit den Virologen zusammen an einen Tisch gesetzt hat, die seit 2 Jahren frei raus erzählen dürfen in jeder Sendung, in jeder Nachrichtensendung, was ihre Einschätzung ist. Also oder mache ich es mir dazu einfach? Nein, also ich habe da ja auch mich verdiskutiert, sag ich mal. Also erstmal möchte ich sagen, dass als Corona losging, viele Menschen auch erleichtert waren, dass dieses Hamsterrad mal aufgehört hat. Und die journalistische Branche ist natürlich auch eine latent und permanent überhitzte gewesen. Vielleicht auch immer noch, je nachdem, wo man gearbeitet hat. Und dass es dann in dem Moment, also ich war erstmal, muss ich sagen, auch erleichtert, dass es diese Art von Ruhe gab und dieses Rausgehen aus diesem permanenten Leistungs- und Sendedruck, auch wenn wir weitergesendet haben. Insofern hat, glaube ich, jeder Mensch auch diese Möglichkeit genutzt, sich zu entspannen. Und wenn man natürlich auf einem sicheren öffentlich-rechtlichen Rundfunkgehalt sitzt, da haben sich einfach aus meiner Wahrnehmung heraus viele entspannt und nicht mehr so viel Aufmerksamkeit verwendet darauf, okay, wo finde ich jetzt sozusagen, wo gehe ich der Wahrheit auf den Grund und wo möchte ich noch nachrecherchieren? Es waren ganz viele Zahlen und ich will auch niemanden in Schutz nehmen. Ich finde, das ist für eine Person wie mich jetzt sehr schwer zu eruieren und da draußen sozusagen zu erklären, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kann nur den Fokus darauf wenden und sagen, ich habe zum Beispiel versucht zu fragen, okay, warum verwenden wir den Begriff Querdenker jetzt plötzlich so anders? Also wir sind eine Kultursendung. Es ist spannend, Umgang mit Sprache grundsätzlich, auch etwas, was ja in dieser Krise ganz klar aufs Tablett kommt. Querdenker ist ja eigentlich erstmal grundsätzlich was Positives. Also bis gewesen. März 2020 wollte ja jeder gute Chef in seinem Team mindestens 1 bis 2 Querdenker genau. haben, die eben die Sache gegen den Strich bürsten, die innovative Ideen haben. Und ich erinnere mich noch an so einen Strukturreform-Workshop im ZDF, wo ganz klar war, ja, wir brauchen jetzt Querdenker, ganz wichtig. Und ich wollte es einfach von der Feuilleton-Ebene her reflektieren, was heißt es eigentlich? Aber diese Frage, das war schwierig, überhaupt diese Frage nur zu stellen. Und mich hat auch gewundert, wie dann einfach einzelne Begriffe so unreflektiert übernommen werden und dann gleichzeitig auch bestimmte Diskurslinien halt sofort abgeurteilt werden. Ne, das Aber wie geschieht sowas? Also ich frage mich jetzt, wo passiert das? Also wer entscheidet, dass das Wort anders interpretiert werden soll plötzlich oder so belegt? Also gehijackt wird ja quasi, muss man sagen. Also es ist definitiv nicht so, habe ich es zumindest erlebt, aber ich sitze ja auch nicht den Führungskräften auf dem Schoß am Schreibtisch, dass da irgendwie von oben einer anruft und durchsteckt, okay, so und so ist jetzt die Berichts- oder die Blattlinie. Das weiß ich einfach nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass dieses Muster schon viel früher angefangen hat, eigentlich schon eben 2015 oder so. Das waren eben diese Erlebnisse auch auf den Buchmessen, die ich hatte. Und was interessant ist schon, dass die Kirche immer noch einen größeren Einfluss hat. ZDF war ja schon immer, also CDU-nah geprägt. Der Intendant musste immer ein CDU-nah oder CDU-Mensch selber sein. Also als ich die Meldung gelesen habe, die Deutsche Bischofskonferenz unterstützt die Kandidatur von Dr. Norbert Himmler zum zukünftigen Intendanten des ZDF, da wusste ich, dass dieser Mann sehr wahrscheinlich Intendant wird. Natürlich wird er vom Fernsehrat gewählt. Ja, das ist ja das Prozedere. Man braucht irgendwie 3/5 der Fernsehratsmitglieder, die dann für ihn stimmen. Aber ist ja immer die Frage, wer wird ins Rennen geschickt, von wem und wer stimmt dann ab? Und deswegen muss man die ganze Berichterstattungssituation schon auch durch diesen
diese Tatsache reflektieren, welche Rolle spielt die Politik, welche Rolle spielt die Kirche und dann natürlich unsere Wissenschaftsgläubigkeit. Das beste Beispiel ist meine letzte Redaktionskonferenz. Das war dann nicht mehr bei der Kulturzeit, sondern bei Nano. Da habe ich auch dann wirklich nur noch geschwiegen, weil es gab einfach nichts mehr zu sagen. Es war für mich einfach alles unaussprechlich. Das war der Tag, an dem, da gab es das Wort Omikron noch nicht, die südafrikanische Variante kam. Also Redaktionskonferenz, wir sitzen da zu viert in der Schlussredaktion, die anderen sind auf diesem Monitor zugeschaltet und die Chefin vom Dienst sagt, okay, Leute, wir haben eine neue Variante, diesmal aus Südafrika, wir wissen eigentlich noch nichts. Was machen wir denn jetzt? Also eigentlich können wir nicht berichten, weil wir wissen ja noch nichts. Was meint ihr denn? So, also finde ich eigentlich ein Zeichen von einer super Chefin vom Dienst, ja, die auch wirklich ihre Redaktion sprechen lässt und nicht top-down sagt, so machen wir es jetzt. Und dann ging es halt reihum und die Ersten haben gesagt, ja, nee, wir wissen nicht viel. Okay, Afrika hat eine relativ junge Bevölkerungsstruktur, da verläuft das alles ganz anders. Und dann hat einer gesagt, ja, aber dass wir nichts wissen, das müssen wir doch berichten. Das ist doch berichtenswert. Und für mich war das wie Realsatire. Und dann ging es halt reihum, der Nächste hat, dann jeder hat noch so ein Faktum. Ja, genau, ja, das, ja, dann, das müssen wir berichten. Ja, wen haben wir denn? Unsere drei Standardvirologen, den. Ja, da haben wir den in Südafrika. Katrin, ruf doch du mal da an. Und ich meine, dieser Virologe, Professor für Virologie, war aus Frankfurt, hatte seinen Sitz in Südafrika. Der wurde dann geschaltet und man muss halt wissen, wie werden Nachrichten gemacht. Also wenn ich einem Thema, ein Gespräch und ein Reporterstück als Raum gebe zum Beispiel, dann gewichte ich diese Nachricht journalistisch als wertig. Dann weiß ich aber auch was darüber. Dann habe ich auch recherchiert, dann habe ich Stoff, dann habe ich sozusagen Informationsmunition, um das rauszujagen. Und in dem Falle wussten wir ja aber am Morgen schon einfach, dass da nichts oder relativ wenig bekannt ist. Und wie gesagt, das ist nur ein Beispiel und so ist es mir halt widerfahren. Ich habe dann diesen Virologen nicht anrufen können. Ich habe das dann delegiert an eine Kollegin, habe sie freundlich gebeten, das bitte zu übernehmen, weil ich konnte keinen Virologen einladen. Ich finde, man darf, und das war halt von Anfang an auch mein Vorschlag, warum haben wir nicht ein Gesundheitsprogramm gemacht? Warum haben wir nicht einfach die Menschen informiert? Mensch, mach Sport, geht raus, stärken. Ja, diese und jene Vitamine wären jetzt ratsam, macht Yoga, meditiert, reflektiert euer Leben. Einfach, ich habe auch vorgeschlagen, lass uns ein Yoga-Format machen in Kulturzeit, wäre doch auch mal spannend. Oder, also wurde dann ein paar Jahre vorher immer vorgeschlagen, wir sollen Food promoten, also schönes Essen irgendwie, schön inszeniert und so. Kann man ja auch kulturell hochwertig aufbereiten. Aber das war halt einfach nicht gewünscht, über Gesundheit, also ein Gesundheitsprogramm aufzusetzen, sondern es war immer halt diese andere Berichtslinie. Und klar habe ich dann auch versucht, meine Möglichkeiten zu nutzen, die Künstler zu unterstützen in dem schmalen Rahmen. Und ich will auch nicht sagen, dass die Kulturzeit da irgendwie alles versäumt hat, sondern wirklich hat diese Sendung versucht, das ganze Meinungsspektrum abzubilden. Aber ja, ich glaube, ich habe einfach jetzt griffige Beispiele gebracht, die illustrieren, wie das alles so abgelaufen ist. Und irgendwann muss man sich, glaube ich, einfach entscheiden, ob das mit dem journalistischen Selbstverständnis noch zu vereinbaren ist. Ich jedenfalls konnte das mit meinem journalistischen Selbstverständnis leider nicht mehr vereinbaren. Haben Sie Angst vor Gegenwind? Ich glaube, davon muss man ausgehen, dass man Gegenwind bekommt. Also das ist jetzt halt einfach die Zeit, wo es wichtig ist, Gesicht zu zeigen und auch Farbe zu bekennen. Na, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt so, also wie Sie, das kommuniziert und sagt, also ich bin da raus, ich möchte das so nicht mehr. Ich finde auch, dass einfach die journalistische Qualität für mich nicht mehr passt und der Spielraum, den ich da habe, dass der einfach zu eng ist, dass wahrscheinlich auch viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich dann an Sie wenden und sagen, Mensch, das ist ja mutig und so sehen wir das eigentlich auch. Also kriegen Sie dafür Feedback schon drauf? Also ich bin ja jetzt noch nicht rausgekommen, also zumindest jetzt zum Aufzeichnungszeitpunkt. Ich kann nur sagen, dass ich... Ich dachte so aus dem internen Umfeld, ehemalige Kolleginnen und Kollegen. Also es kamen immer wieder Leute, die gesagt haben, boah, gut, dass du noch da bist, du sagst ja wenigstens noch was. Und dann liegt es ja nahe zu sagen, ja, dann sag doch auch was. Aber da ich das, es war so in der Luft, ich sag mal, wie gefährlich oder wie anstrengend es ist, immer wieder gegen diesen breiten Strom anzukämpfen. Es ist einfach sehr anstrengend gewesen. Und ich habe mich dem
zeitweise quasi sozusagen anheimgegeben und dann auch wieder einfach stillgehalten, je nachdem, wie die Situation halt auch war. Aber klar gibt es da Leute, die einfach schweigen. Die einfach schweigen, weil sie sehen, sie haben gar keine Chance. Und die sozusagen der breite Strom der Mitarbeiter rennt halt in die eine Richtung und dann darf man halt nicht mehr in die andere Richtung rennen. Und ich finde es immer wichtig, dass wir einen breiten Diskurs haben und eine kontroverse Debatte. Und bei mir war es dann zum Schluss so, ich konnte immer meins sagen, aber wenn dann keiner mehr drauf eingeht, dann ist natürlich auch schon klar, also dann, wenn das gar nicht mehr greift, dann darf es zwar stehen bleiben, aber dann hat es halt keine Bedeutung und keine Wirkung mehr. So läuft es. Ich glaube, dass einfach viele auch gerade wirklich Angst haben, das Leben zu verlieren, was sie bis zu diesem Zeitpunkt geführt haben und sich halt auch wirklich so diese alte Normalität zurückwünschen. Und aber je länger diese Krise läuft, auch merken, die wird es nie wieder geben und wahrscheinlich da dann auch mutiger werden, wenn sie dann sie zum Beispiel sehen. Und das ist so auch meine Hoffnung, dass immer mehr Menschen, die jetzt Gesicht zeigen und aufstehen, dann eben auch eine Welle auslösen und auch in anderen Bereichen Menschen immer mehr sagen, okay, wenn Frau Seibold das kann, dann kann ich das auch. Ich beziehe jetzt hier mal Stellung, wie es wirklich läuft. Also vielleicht ist da noch wichtig, dass es wirklich tolle Frauen gibt, die für das einstehen, was sie versuchen zu erkämpfen. Also es gibt einfach eine Kollegin, die als Frau quasi jetzt gerichtlich auch bewiesen hat, dass das ZDF Männer besser bezahlt als Frauen. Muss man sich mal überlegen, in dem aktuellen Diskurs, wo man so für Minderheiten und gegen die Diskriminierung das Gender berichtet, ja, ist eine Frau, hat gerichtlich quasi bewiesen, also die Investigativjournalistin Birte Meyer, eine Frontal 21-Reporterin, die hat 2017 dieses Entgelttransparenzgesetz in Anspruch genommen und wollte wissen, ob das stimmt, was sie privat recherchiert hatte, dass nämlich die Männer in ihrer Abteilung also mehr verdienen als sie. Und das ZDF hat sich ganz offensichtlich geweigert, diese Auskunft zu geben. Und sie hat diesen Anspruch sich dann gerichtlich erstritten und musste dann aber quasi auch feststellen, dass es ihr wenig genutzt hat, dass sie dieses Entgeltgleichheitsgesetz überhaupt hat und dass es da also einen Anspruch gibt, weil sie wurde dann halt versetzt und arbeitet jetzt bei ZDF Info. Also das kann man alles in der Berliner Zeitung nachlesen. Aber das ist sozusagen das typische Beispiel. Es gibt wirklich ein mühsames, über Jahre hinweg laufendes Gerichtsverfahren, verschiedene Instanzen, durch das diese Frau gegangen ist. Und trotzdem hat sich für sie nichts verbessert. Im Gegenteil, sie wurde degradiert auf der Stelle, auf der sie war, nämlich im ZDF-Hauptprogramm bei Frontal 21. Das ist ja ein angesehener Investigativjob zu ZDF-Info. Und sie verdient nach wie vor weniger als ihre männlichen Kollegen. Das ist ein Beispiel, woran man sehen kann, dass es sehr mutige Streiterinnen gibt. Und die Gerichte sind ja sozusagen fürs ZDF immer die Instanz, die sie dann bemühen, wenn jemand aus der Reihe tanzt, sodass es für das Haus auch unangenehm wird. Ja, und ich weiß halt von vielen, die sich auch eingeklagt haben in ihren schlechten Verträgen, dann in eine Festanstellung, da ist überall eine Stillschweigeklausel drin. Deswegen hat man davon halt bisher auch noch nichts gehört. Oder zu wenig. Frau Seibold, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit, für das Gespräch, wünsche Ihnen für Ihren Weg alles Gute und finde es bemerkenswert, wenn sich Menschen wie Sie hier hinsetzen und auch den Mut haben, uns daran teilhaben zu lassen und auch sagen, ich habe eine journalistische Ehre und die darf nicht verloren gehen, weil der Journalismus, glaube ich, einfach mit das Wichtigste in einer Demokratie ist. Wenn der verloren geht, dann sind wir irgendwann alle verloren. Und dementsprechend vielen Dank für Ihre Offenheit und Ihren Mut. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. Kurz nachgefragt.